In diesem Video zeige ich dir, wie man eine Reitstockspitze in einer Drehmaschine mit Gegenspindel einsetzen kann. Die Maschine hat keine spezielle Option für die Subspindel, also das heißt, das kannst du auch mit jeder anderen Maschine mit Gegenspindel so machen. Verwenden möchte ich hier eine Morisei GNL 2000 SY und den Maschinenraum, den schauen wir uns jetzt mal zusammen an. So sieht die Maschine von innen aus. Auf unserer Hauptspindel haben wir ein 8 Zoll Futter. Da soll das Teil gespannt werden. Und auf der Subspindel haben wir ein etwas kleineres Futter, ein 6 Zoll Futter. So, ich zeige dir gerade einmal, was für ein Teil ich herstellen möchte. Das ist so eine kleine Welle. Na, stell scharf. Eine kleine Welle, die wird im Prinzip hier, wird das Rohteil gespannt, hier neben. Und vorne kommt im Prinzip die Reitstockspitze drauf und dann wird die erste Seite gedreht. Als Reitstockspitze verwende ich eine ganz normale handelsübliche Reitstockspitze, allerdings hier mit Anzeige. Die Anzeige hat den Vorteil, dass wir auf der Subspindel keine extra Option brauchen, die den Druck regelt, sondern wir können im Prinzip über die CNC-Programmierung eine Position festlegen und sehen hier auf der Anzeige, wie fest der Druck eingestellt ist. Ich verwende eine Reitstockspitze mit Konus, das heißt, ich habe jetzt hier mal einen Teil eingespannt, da mache ich ein Loch rein und drehe dann innen einen Konus aus und der läuft dann ja auch exakt zur Subspindelmitte. Wichtig ist beim Einspannen von so einem Teil, dass du ja, relativ weit vom Futterkörper rauskommst. Also ich würde da eher hohe Backen empfehlen. Das siehst du dann später an der Störkontur noch, weil die Subspindel baut ja, mehr auf oder ist wuchtiger als eine normale Reitstockmaschine. Ich habe jetzt hier Krallenbacken genommen, weil ich zu faul war, die Backen auszudrehen. Wie gesagt, weiche Backen wären genauso machbar. Wenn du jetzt Krallenbacken verwendest, kannst du dir gerade die Backennummer markieren. Dann kannst du das genauso wieder auf dieselben Zähne das nächste Mal verwenden und musst das nächste Mal nicht allzu viel ausdrehen. Aber das zeige ich dir dann später. Also jetzt im nächsten Arbeitsgang kommt im Prinzip hier das Loch rein und ich drehe einen Konus aus. Wichtig ist nur, wenn du dieses Teil in der Subspindel drin hast. Ich habe das hier bei mir in der Steuerung. Den Fußschalter ausgestellt. Ja, das heißt, wenn du aus Versehen auf den Fußschalter drauf trittst, ja, also das Futter bewegt sich nicht mehr, also nicht, dass du aus Versehen mal die Reitstockspitze rausplumpst, dann fängt das ganze Spiel von vorne an. So, das Loch ist nun drin. Ich glaube, ich habe es vorher nicht gesagt. Wir verwenden eine Reitstockspitze mit Konus. Weil wenn wir eine Reitstockspitze mit einem zylindrischen Schaft verwenden würden, könnte es sein, dass je nachdem wie viel Druck vorne auf der Spitze drauf ist, sich eventuell die Spitze verschiebt und beim Konus haben wir dieses Problem nicht. So, jetzt geht's weiter, jetzt drehe ich noch den Konus aus und dann zeige ich dir, wie man die Spitze dann befestigt. Damit du dann auch auf der Reitstockspitze die Anzeige schön sehen kannst während der Bearbeitung, lasse ich dann also auf der Subspindel die Spindel orientieren. Bei mir ist das der M-Befehl M219. Es kann sein, dass das bei dir ein anderer Befehl ist. Also im Prinzip, wir lassen jetzt die Spindel orientieren. So, jetzt mache ich die Spindelbremse rein und mache mal die Tür auf. Jetzt steht das Futter auf dem gleichen Winkel, wie wenn du die Spindel orientieren lässt. Ich habe jetzt die Spindelbremse reingemacht, sodass ich das Futter nicht mehr bewegen kann. Und jetzt kommt die Reitstockspitze rein, ja, mit dem Winkel, so dass du es dann schön auch während der Bearbeitung sehen kannst. So, das war es auch schon. So, jetzt haben wir das Teil vorne geplant und eine Zentrierbohrung eingebracht und die Reitstockspitze rangefahren. Haben hier auf den Druck, den ich so mir wünsche, eingestellt und dann können wir hier an der Steuerung den Wert ablesen und so sieht mein Programm aus. M200 ist bei mir Späneförderer, dann M5 ist Spindel aus, Wasser aus, Eilgang, dann die Spindelorientierung. Danach fahre ich quasi bis 10 mm, 12 mm, quasi 11 mm
von meiner Position. Ja, dann fahre ich ein bisschen langsamer mit dem 500er Vorschub und auf die Position 301,18. Na. So, bleib schön da. 301,18, ja, das ist der Wert, wo ich dann auch wirklich hinfahre. Dann aber nur noch langsam und unten ist im Prinzip nur der Spänefutter raus. Noch eine Bemerkung zu diesem Teil, was ich da verwendet habe. Ich habe jetzt ein Alu-Teil aus der Schrottkiste genommen. Natürlich wäre da Stahl oder Edelstahl besser. Aber da mein Teil sowieso nur ganz klein ist und keine riesen Kräfte da drauf sind, und dann kann man genauso gut auch mal da Aluminium verwenden. So, weshalb wir da weit raus gehen aus dem Futter, beziehungsweise vom Futter weg, siehst du hier. Ja, wir sind jetzt hier vorne auf die Position, wo er bearbeiten muss. Und du siehst hinten, die Störkontur an der Subspindel ist wesentlich größer als an so einer normalen, normalen Reitstockspitze. Ja, und von dem her musst du dann mal gucken, wie das bei dir in der Maschine funktioniert. Aber so sieht das bei mir aus. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Hast du noch Fragen dazu, dann schreib mir gerne in die Kommentare oder auch direkt an mich. Hast du Wünsche für das nächste Video, dann kannst du mir die gerne auch mitteilen. Vielleicht kann ich schon im nächsten Video darauf eingehen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.